Heyo Leute, Kramix hier, was geht euer Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5, Leute. Heute gibt es mal wieder ein Tuning-Duell gegen Stani, den alten Paul Berger. Und Leute, der wartet da vorne schon. Wir fahren jetzt hier schon mal an. Und ganz ehrlich, Leute, wir haben schon mal so ein richtiges Schmalspur-Auto hier dabei, passend für Stani. Ey, Schmalspur! Oh mein Gott, wer bist du denn? Ey, guck mal, ich habe ein passendes Auto für dich mitgebracht, Schmalspur. Lol, Bro, geh mal weg, du Loser, ey, Alter. Ey, auf mich zu schlagen, mit Junge. Mit meinem Rolls-Royce, Junge. Boah, sieht echt geil aus, der Rolls-Royce. Ja, ja. Eine Schmalspur-Karriere hier, Alter, dass du dich überhaupt hertraust, Max, Alter. Das ja, ich dachte, du umgibst dich nur mit so Schmalspurkisten. Was willst du jetzt von mir, hä? Ja, Bro, es wird mal wieder Zeit für ein Tuning-Duell. Wie, Tuning-Duell? Gibt's ein neues Auto oder was? Ja, die Leute waren sich nicht einig in den Kommentaren. Ja, ich hab gewonnen, meiner Meinung nach. Nee, die Leute waren sich nicht einig. Wir müssen das heute nochmal rausfinden, wer das gewonnen hat, das Tuning-Duell. Oh mein Gott, was für ein Auto tunen wir denn heute? Digga, geh mal ins Internet, ich zeig's dir. Leute, ich will, dass ihr jetzt hier alle wieder kommentiert, ne, wer das Ding hier gewinnt heute. Und zwar geh mal hier auf den Legendary Motorsports Shop. Ich bin drauf. So, und dann hier zweite Reihe, der Bentley, Digga. Der Enos Daiti. Oh, dein neuer Bentley? Den haben wir jetzt in mir reingebracht, ne? Nee, meine, ich hab den Continental, das hier ist Limousine. So, den kaufen wir uns jetzt. Du hast Schmalspur. Okay. So, 1,3 Millionen. Hast du überhaupt so viel Schmalspur? Bro, ich hab unendlich. Hahaha, ja, dann kauf den Hasen. Und da machen wir ein Tuning-Duell. Ne, 1,8 kostet der hier sogar, wenn man das nicht freigibt. Ja, 1,8 ist teuer. Der ist teuer, Alter. Digga, hast du überhaupt so viel? Ich bin echt gespannt, was der drauf hat. Red nicht so. Ich glaube, du hast gar nicht so viel. Kann das sein? Mach keine Faxen, Alter. Ey, aber es gibt natürlich hier nicht nur das Autotuning-Duell, sondern wir machen das nochmal ein bisschen krasser. Ja? Wir werden heute noch unseren Skin passend dazu kombinieren, ja? Wow. Nämlich das Outfit muss zu dem Auto passen. Bro, das mache ich hier, wenn ich mein Auto habe. Ja, okay, dann werf mal deine Scheine raus. Ich nehme jetzt hier deinen Rolls-Royce mit. Du kannst hier meine Schmalspurkiste fahren. Stehen bleiben oder ich schieß! Und dann treffen wir uns hier gleich wieder. Die Scheiben sind gepanzert. Beiseite, Schmalspur. Pisser, oh mein Gott, Leute, das Tuning-Duell beginnt heute mit Outfit-Kombination dazu. Ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und dann treffen wir uns hier wieder. Und ihr dürft dann entscheiden, wer das Ding heute gewonnen hat, Leute. Let's go. So, Leute, ab geht's jetzt hier schnell in die Agenturgarage rein. Die Zeit läuft schon. Wir haben nicht so viel Zeit und wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das Auto fertig und dann werden wir gucken, je nachdem wie das Auto aussieht, werden wir dann eben das passende Outfit dazu kombinieren. So Leute, let's go. Hier sind auf jeden Fall schon mal hier die Rolls-Royce Cullinan und so, aber wo ist hier der Bentley, den ich bestellt habe? Wir haben nicht viel Zeit, Junge. So, Bentley, wo bist du? Hier auch Riesengarage. Bentley, wo ist der Bentley? Ah, hier ist der Bentley, Leute. Let's go. Der sieht ja auch schon hier richtig saftig, knaftig aus hier. Ja, was soll ich sagen? Aktuell noch ein bisschen langweilig hier in Schwarz. Ich habe mir den auch gerade eben noch mal in Weiß bestellt, aber ich habe den auch hier noch in Schwarz und noch ungetunt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal an, den zu tunen hier, Leute. Let's go, meine Freunde. So, was können wir hier machen? Auch absolut geiles Auto. Dieser Bentley Flying Spur ist das, glaube ich, oder Mulliner oder irgendwie so. Hier diese Limousine so auf luxuriös angelehnt. Hier natürlich erstmal Panzerung rein, Leute. Da müssen wir gar nicht viel drüber reden. Panzerung kommt hier natürlich rein. So, dann Panzer. Boah, lol, man kann hier Panzerplatten dran machen. Wie krass ist das denn, Leute? Hier auch mit dieser Agenturgarage wieder. Die neuen Autos von dem Update sind auf jeden Fall richtig heftig. Schön gepanzerter Bentley. So, was können wir hier machen? Fensterleisten. Oh, in Carbon oder in... Oh, in Primärfarbe, Sekundärfarbe. Wisst ihr was, Leute? Ich habe irgendwie voll Bock, den Wagen so richtig krank Carbon zu machen. Ist zwar eigentlich so ein edles, luxuriöses Auto, aber ich habe irgendwie voll Bock, den so sportlich. Carbon, Panzerung, alles. Ihr wisst Bescheid. So, dann machen wir hier mal Bremsen. Natürlich die Rennbremsen rein. Die besten, Leute. Stoßstange. So, dann schauen wir mal hier die Stoßstangen an. Oh, hier ist ein bisschen dunkel. Hier sieht man kaum was. Auf jeden Fall hier vorne so Frontding kann man machen. Boah, Carbon-Rennkit, Leute. Ich würde sagen, wir machen ja auch vorne die Carbon-Stange dran, Leute. Ich will den so richtig fett mit Carbon ausstatten. So, zack, zack, die Zeit läuft ab. Heckstoßstange. So, was können wir hier machen? Tuning. Carbon. Ja, komm, machen wir auch hier. Oh mein Gott, sieht das krank aus, Leute. Wir können den hier echt voll mit Carbon-Kits hauen. Alter, ganz wildes Ding. Ich meine, man kann hier so durchgucken. Entweder man macht so ein bisschen schlichter, so normal, Sekundärfarbe. Bei das Tuning-Kit ist vielleicht auch geil, so in der normalen Farbe mit ein bisschen Carbon. Weil das Vollcarbon... Nee, wir machen das hier. Wir machen das hier, weil das Vollcarbon ist mir ein bisschen zu viel schon fast wieder, Leute. Machen wir das hier Tuning-Kit mit so einer kleinen, auf elegant so eine kleine Carbon-Leiste dran machen. So, dann machen wir hier Motor, EMS-Verbesserung, natürlich den besten Motor rein. Der Wagen braucht natürlich auch viel Power mit der ganzen Panzerung. Auspuffrohre. Okay, wir haben hier halt diese runden Auspuffrohre. Was ist das denn hier? Aluminium-Auspuffe, okay. Ist eigentlich die Mehrzahl Auspuff oder Auspuffs? Ich weiß nicht. Ich glaube Auspuffe.
Boah, Leute, das ist auch Bentley-typisch. Hier diese Achter quasi. Das hat der V8, hat immer diese Achter-Auspuffdinger. Das Klassiker bei Bentley. Kleiner Side-Fact hier. Aber welche Auspuffer sind jetzt die besten? Ich weiß nicht. Das hier hat quasi der V12 oder B12-Motor, hat diese fetten Runden. Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, was ich hier gut finden soll. Ich finde eigentlich fast die normalen geil hier. Oder wir können ja hier diese klassischen Bentley-Dinger machen. Hier Carbon. Machen wir hier die Carbon V8-Dinger rein, Leute. Finde ich eigentlich ganz nice, Leute. So, okay, dann Kühlergrill. So, dann hier Chrom. Chrom, man kann den halt auch sehr auf elegant machen, den Wagen, aber wir wollen ja heute den sportlich machen. Wenn der Wagen so elegant wäre, würde ich sagen, machen wir Chrom. Wir machen aber heute, ich würde schon sagen, auch so Carbon-mäßig. Was ist voll dunkel hier in der... Oh mein Gott! Der Schlitzkühlergrill, der ist ja richtig cool. Gibt's Carbon-Schlitzkühler... Boah, Alter, auch geil. Ich finde irgendwie diesen Carbon-Schlitzkühlergrill hier cool. Sieht halt irgendwie so richtig mächtig aus hier. Boah, ich glaube, das ist krass. Ich glaube, das ist halt echt krass irgendwie. Wir machen mal diesen Carbon-Schlitzkühlergrill. Ich finde, das sieht richtig sportlich aus. Oder den Luxus, ne? Ist auch geil. Nee, komm, wir machen den Carbon-Luxus-Kühlergrill. Motorhaube. Okay, gucken wir mal Motorhaube, Leute. So, ich würde fast auch sagen, also ich habe irgendwie voll Bock, bei dem Wagen richtig viel mit Carbon zu machen. Das ist halt jetzt die Frage, ne? So eine komplette... Ja. Boah, auch krass. Carbon-Hochleistungsmotorhaube. Schieß. Wobei, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn die Motorhaube so eine komplett andere Farbe hat. Oder wir machen die normale Hochleistungsmotorhaube, weil die hat so ein bisschen Carbon drin, aber ist trotzdem noch Wagenfarbe. Komm, wir machen die normale Hochleistungsding. So, Hupe. Was sollen wir für eine Hupe machen, Leute? So, Hupe machen wir... was können wir machen? Boah, wisst ihr was? Wir machen die Polizei. Polizeihupe rein. Wie auf Polizeiwagen angelehnt. So, dann können wir hier natürlich eine Lenkraketenstörsender reinbauen, dass keine Lenkraketen uns treffen können. Und Lichter machen wir natürlich Xenonscheinwerfer. Und dann Neonkits, würde ich sagen, können wir auch schon mal einbauen. Würde ich dann aber sagen, gucken wir, was für eine Farbe wir machen. Lassen wir erstmal noch auf weiß. So, dann kommen wir zu den Designs. Was gibt's hier für Designs? Okay, wir haben hier einmal so komische rote Streifen. Fühle ich nicht so ganz. Weiße Streifen. Daiti schwarz. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Daiti weiß. Ah, hier die Aufschrift. Also Bentley-Aufschrift hier. Okay, dann hier so... Ja, finde ich irgendwie nicht so nice. Bigness. Warum steht hier Bigness? Das passt doch gar nicht zu einem Bentley. Sieht doch total kacke aus. Oha, hier so Kunstwerke, hier englische Flagge natürlich, weil Bentley englisches Auto ist. Ah, finde ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie alles nicht so cool. Gefällt mir nicht so hier die Designs, lassen wir mal weg. Nummernschild natürlich immer gelb auf schwarz, Leute, das sieht doch edel aus. Annäherungsminen können wir auch hier Öldinger machen, finde ich auch cool, um Leute zu trollen. Wenn die einen verfolgen, dann rutschen die so auf der Straße rum. Dann kommen wir auch schon zur Lackierung, Leute. Primärfarbe. Okay, jetzt brauchen wir was richtig knallig. Also was, ich brauche jetzt was Krasses. Auf diesem Bentley brauchen wir jetzt wirklich was sehr, sehr Heftiges. Ich habe irgendwie Bock, mit einer Mattfarbe zu arbeiten. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich will den irgendwie wieder so ein bisschen krass... Boah. Alter, irgendwie auch krass. Dieses Grün hier mit den ganzen Carbon passt sehr gut. Irgendwie was... Ich brauche was Krasses. Ich brauche was richtig Heftiges jetzt. Hier, das Wüstenbeige irgendwie auch wieder cool, ne? So ein Beige hat was. So der Bentley in Beige passt auch zu meiner... Aber das habe ich letztes Mal schon bei Stani bei dem Tuning-Duell gemacht. Der wird mir dann safe sagen, das hast du letztes Mal schon gemacht. Deswegen brauchen wir hier was anderes. Vielleicht hier Metallfarben, so Gold. Boah, hat irgendwie auch was. So Aluminium. Ist auch irgendwie... Boah, irgendwie auch krass. Das verwendet man auch so selten, so, ne? Lol, gebürstetes Aluminium. Irgendwie heftig, dieses Silber. Passt auch voll gut mit den Carbon-Elementen. Ist auch mal was anderes. Wisst ihr was? Wir machen mal das. Heute mal ein bisschen auf was anderes. Sekundärfarbe, da können wir dann irgendwie... Oh, Leute. Was ändert sich denn bei der Sekundärfarbe? Können wir wahrscheinlich irgendwie hier noch so ein paar Tuning-Sachen hinzufügen. Aber ich würde sagen, die Spiegel würde ich... Ach, innen drin. Oh, das ist innen drin, das. Was? Da können wir halt innen drin dann noch irgendwie vielleicht so ein Rot oder so machen. Aber die Spiegel müssen wir auf jeden Fall andere Farbe machen. Diamantblau. Ich will innen drin so ein bisschen was... Ah, müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken, Leute. Ausstattungsfarbe. Boah, wir können da auch das gesamte Interieur ändern. Boah, Leute, ich würde sagen, wir machen so schönes, helles Interieur hier rein.
Oder so ein bisschen so auf Brabus-mäßig. Vielleicht auch so ein Orange, Leute. Kennt man ja vielleicht bei so einem Brabus manchmal. Die haben ja... Boah. Irgendwie auch heftig. Irgendwie auch wieder heftig. Oder wir machen rot, weil das passt zu dem Bremssattel. Warte mal, lass mal rot gucken. Vielleicht so ein dunkles Rot, damit es nicht so ganz knallig ist. So ein Bonbon... Weinrot. Nee, das ist ja komplett dunkel. So ein dunkleres Rot, Leute. Das finde ich... Oh, das sieht sehr, sehr edel aus. Sehr, sehr edel. Sekundärfarbe nochmal kurz abändern. Also die Spiegel müssen halt auf jeden Fall schwarz sein. Außen sonst sieht es kacke aus. Aber vielleicht können wir innen drin nochmal so ein paar schöne Akzente machen. Was passt denn zu dem Rot innen drin? Ja, eigentlich nochmal rot. Oder so ein bisschen... Oder so weiß. Wisst ihr was? Wir können ja mal kurz das nehmen und dann können wir nochmal kurz schauen, ob wir die Spiegel noch anders machen können. Dach, okay, okay, okay. Würde ich sagen, machen wir ein schönes Carbondach drauf. Auf jeden. Eingelassenes Carbondach, Leute. Hier, Full Carbon Flex. Der Full Carbon Flex auf jeden Fall. Seitenverkleidung. Wow, Leute, Leute, Leute. Hier ist halt jetzt die Frage, sollen wir die Sekundärfarbe lieber was anderes machen? So rot oder so? Dann können wir vielleicht hier nochmal so ein bisschen mit anderen Farben arbeiten. Was denn hier das Beste? Boah, hier, das ist schon viel zu viel Carbon. Das ist hier schon ganz geil. Das sieht doch hier ein... Boah, das gefällt mir richtig gut hier. Diese Seitenverkleidung mit Carbonkante. Das sieht schön aus. Das sieht richtig schön aus hier. So, dann schauen wir nochmal hier. Spoiler. Spoiler, auf jeden Fall nur was Kleines, Dezentes. Auf so ein Bentley, da passt kein großer Spoiler drauf. Genau, hier so eine kleine Lippe, irgendwie nur sowas, damit der so ein bisschen sportlich... Ja, sowas, das passt gar nicht. Das sieht richtig scheiße aus. Das sieht scheiße aus auf dem Bentley. Ich würde hier einfach so eine kleine, schöne Carbonleiste draufhauen. Was richtig so auf edel aussieht. Warte mal, wo sieht man das hier? Das ist schon fast ein bisschen zu viel. Sowas. Einfach nur hier sowas. Sowas Kleines. So ganz klein. So eine kleine Carbon-Spoiler-Lippe. Geil. Federung. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Oh, das sieht schon scheiße aus. Das ist viel zu tief. Das ist normal. Ich würde sagen, wir machen nur eins tiefer. Tief, so ganz, dass es noch normal aussieht. Getriebe, Renngetriebe natürlich rein. Turbo-Tuning natürlich auch. So, Reifen. Jetzt kommen wir zu den Reifen, Leute. Ihr wisst, Felgen auch immer ganz wichtig bei so einem Tuning-Ding hier. Hier würde ich sagen, machen wir ein bisschen auf klassisch einfach schwarze Felgen. Passt sehr gut zu dieser Carbon-Stahl-Variante, finde ich. Kann man sehr gut damit kombinieren. Machen wir mal Felgentyp. Ich mag diesen neuen Felgentyp hier irgendwie voll. Boah, wobei diese tellermäßigen Felgen sehen ja auch wieder geil aus auf dem Bentley, ne? Aber hab ich letztes Mal schon gemacht. Ich will ja nicht immer das gleiche Zeug haben, Leute. So, wir müssen mal gucken. So, was haben wir? Haben wir irgendwas richtig Sportliches? Was richtig was knallt hier? Wo sind denn hier die knalligen Sachen? Boah, das ist irgendwie... Das sind schöne. Das sind richtig schöne Felgen. Die aber machen wir natürlich... müssen wir natürlich noch schwarz färben dann. Boah, Leute, sieht doch edel aus. Das sieht doch edel aus hier. So, Reifenmuster. Hier können wir noch ein schönes Reifenmuster draufknallen. Würde ich aber sagen, machen wir einfach hier die weiße Aufschrift. Oh, ich finde, das sieht geil aus. Also, ich finde das sehr, sehr geil hier. Reifenverbesserung, Reifenqualm. Bah, komm, machen wir einfach mal roten Reifenqualm. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mit ein bisschen so roten Akzenten arbeiten. Fenster, natürlich hier schwarz getönte Fenster. Okay, und dann sind wir eigentlich schon fertig, Leute. Ich will nochmal wegen der Sekundärfarbe schauen. Kann man hier nicht die Spiegelfarbe ändern? Das finde ich ein bisschen schade. Dann würde ich aber hier tatsächlich die Spiegelfarbe... Oh nein, falsch. So, müssen wir auf jeden Fall die Spiegelfarbe passend zur Wagenfarbe machen. Sonst sieht das halt nach nichts aus. Oder halt schwarz. Nee, wir machen die ganz normal schwarz, die Außenspiegel. Dann sieht das auch nochmal sportlicher aus. So, schön, Leute. Schön hier in Graphit so. Das sieht doch stimmig jetzt aus. Sehr schön. Auch innen drin mit dem Rot, passend zu den Bremssätteln. Ich finde die Kiste sehr geil, aber Leute, wir haben noch auf jeden Fall Zeitdruck. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was erledigen. Wir brauchen ja noch das passende Outfit dazu. So, jetzt hier aber ganz schnell los. Ich will den Wagen jetzt hier mal im Sonnenlicht sehen. Wie sieht der Wagen im Sonnenlicht aus? Boah, irgendwie nice hier. Dieses gebürstete Aluminium benutzt. Oha! Ey, Leute, was haben wir hier schon wieder erschaffen? Boah, Alter, ich finde den Wagen richtig krank hier. Das verwendet man auch voll selten, diese Aluminium-Metalldinger. Gefällt mir sehr, sehr gut hier mit den schwarzen Carbon-Elementen. Ich finde, der Wagen sieht geil aus, Leute. So, jetzt aber ab zum Kleidungsladen. Oh, ich habe die Untergrundbeleuchtung vergessen, merke ich gerade. Ab zum Kleidungsladen. Und dann jetzt noch schnell ein passendes Outfit auswählen. So, komm, komm, komm. Hier zu Suburban, Leute. Suburban, gib mir eine coole Kleidung dazu. Irgendwas, was silbermäßig ist, würde ich sagen. Was zu diesem gebürsteten Aluminium passt. So, ja, komm hier. Sag mir, gib mir eine gute Kleidung, Junge. Ey,
Ey, Leute, ich bin hier voll viel am Rumschauen. Irgendwie sowas Silbernes, Graues müssen... Oh, nee, das ist ja eher weiß. Ist gar nicht mal so einfach. Hier, es gibt Gold, habe ich schon gesehen. Aber wir bräuchten irgendwie was Silbernes, nicht was Goldenes. Versteht ihr, wie ich meine? So, wir gucken mal hier noch. Boah, der Pulli sieht eigentlich cool aus. Ich glaube, ich nehme mal das Outfit, den Pullover und dann aber eine andere Hose und so da drauf. Dann könnte das eigentlich echt ganz cool aussehen. So, das sieht jetzt hier natürlich noch ein bisschen hier komisch aus. Wir brauchen jetzt noch eine vernünftige Hose dazu und andere Sneaker und dann kann das ganz cool werden. Boah, Leute, so voll in Silber, so voll in Grau. Irgendwie auch cool. Sollen wir so durchziehen? Die Arbeitshose in dem Grau. Irgendwie cool, Leute. Okay, jetzt noch andere Sneakies dazu. Andere Sneakies, so Schuhe, die ganz normalen Skateschuhe. Leute, coole Skateschuhe hier in weiß oder so. So, zack, hier grau. Wir sind voll in Grey jetzt hier. Okay, okay. Kette passt auch gut dazu, aber wir müssen diesen komischen Hut noch loswerden und die Brille. Das sieht irgendwie nach nix aus. Oh, jetzt hier noch diese komische Brille ausziehen, Leute. Das sieht ja hier nach nix aus, ne? Oder wir lassen vielleicht die Brille auf. Ah, der Hut muss weg. Der Hut ist... Oder wir lassen hier den... der Fischerhut. Okay, wisst ihr was? Wir lassen den Fischerhut. Das ist cool. Okay, wir sind fertig. Dann ab zum Tuning-Treffen. So, Mr. Schmalspur, wie sieht's aus? Ja, Digga, ich bin schon lange fertig. Ich warte hier auf dich. Okay, kommt in Tuning-Tunnel. Ja, da stehe ich schon bereit. Da ist aber leider kein Platz für deine Schmalspurkarre. Ah, okay, okay. So, ich Bro, bin auf dem Weg, Junge. Ich bin gespannt, was du draus gemacht hast. Lass mich raten, dein Auto ist weiß-schwarz. Nee, mein Auto ist nicht weiß-schwarz. Aber warte mal, ich sehe gerade, ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ich muss noch mal ganz kurz in die Alice Customs. Nein, ey, Bro, Zeit ist vorbei, ich habe die Untergrundfarbe vergessen zu ändern. Ja, hey, Bro, dann Minuspunkte direkt, was laberst du? Ah, dann gib mir halt einen Minuspunkt, mir egal. Warte, Leute, was soll die Scheiße? Hier noch ganz schnell hier zur Sekundärfarbe ändern. Wach, Leute, ist das schwach. Ja, kann doch mal passieren, Junge. Nee, einen guten Tuner passiert das bestimmt nicht. Hey, schade, dass man jetzt hier direkt auf Familie geht. So, boah, Leute, ich sage euch ehrlich, das sieht krass aus. Ich habe auch mal wirklich was ganz anderes gemacht. Ich habe wirklich mal was ganz anderes gemacht. So. Stani hat mal wieder keine Chance. So, wir fahren da jetzt mal hin. Oh, der Crimex, Leute, geiles Auto, was er da hat. Nee, das war ja nur so ein Familienvan. Achso, scheiße. Ist on, ne? Jetzt, let's go. Digga, Samuel, was machst du denn hier? Ey, Bro, das sieht absolut scheiße aus. So. Oh mein Gott. Digga, bist du Jack oder was? Bro, was denn das für eine langweilige Karre? Hä, jetzt mal hast ehrlich. Du Lack gesoffen? Hä? Das ist ja voll eine 0815-Karre. Digga, das sieht übelst geil aus. Sieht ja nothing special aus, Alter. Bro, guck dir mal meinen Yakuza-Mobil an. Das ist dieser gebürstete an. Stahl, Digga. Das verwendet man so gut wie nie als Farbe. Weiß bei Metallen. Nicht, weiß ich nicht, Bro. Ja, Bro, rot-schwarz finde ich halt, ja. Ich sag dir ehrlich, Digga, meinst du das? Ich bin bei der Mafia, Digga. Alles Yakuza. Auf rot-schwarz. Ja, Bro, ich sag dir echt, es ist stimmig. Es ist geil, es ist stimmig. Aber ist halt, ich weiß nicht, ich finde das zu ausgefallen so. Wer wird nur ausgefallen? Ja, so dieses mit Rot auf den Felgen so, das ist zu viel, Digga. Na, ist es gar nicht, Bro. Dann auch so dieser Spoiler auf einem Bentley so. Also ich weiß nicht, ich finde so, ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, wie ich mir den Wagen so in real machen würde, weißt du? Ja, und Digga, wir sind hier in GTA, Digga. Es ist hier nicht real. Ja, aber ist doch geil, Bro, ist doch geil. Wir haben zwei völlig verschiedene Sachen. Ja, komm, dann zeig doch mal deins, zeig doch mal. Die Leute dürfen dann abstimmen. Ja, das ist mein Auto hier. Boom, Leute. Jetzt machen wir hier noch kleine Special-Effekte. Mach mal, Porsche-Führprogramm hier, gar kein Problem. Ey, Leute, übrigens, erster Link in der Videobeschreibung habe ich auch mal einen Abstimmungslink rein. Dann dürft ihr entscheiden, wer eurer Meinung nach das Tuning-Duell gewonnen hat. Warte, ich muss die Bombe auslösen, wenn du willst, dass das geht. Boom, Leute, hier. So, okay, ja, okay. Die Ölbomben habe ich natürlich auch drin. Also einmal hier, ich muss auch sagen, Interieur auch schön mit, also du hast alles rot-schwarz gemacht. Hier schön die Design, ich muss sagen, ist cool. Ist auch cool, Digga, ist cool. Schön tiefer gelegt, die Karre dürfen wir auch nicht vergessen. Sturverbreitung. Digga, das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich habe nur die erste Stufe tiefer, weil ich fand's scheiße, Digga. Ich finde, das passt nicht auf den Bentley. Der hängt doch schon in der Karosserie drin, der Reifen. Ja, denn er sieht auch cool aus, aber... Warte mal, ich mache jetzt hier auch mal beim... Ich mache jetzt mal meine Show, Digga. So, ja, zack. Jetzt kommt die Fernsteuern. Wow. Zack, machen wir hier erstmal das ganze Programm. Jetzt mache ich hier auch mal meine Fernsteuerung. Also, schau mal hier erstmal... Rote Unterbodenbeleuchtung passt irgendwie gar nicht. Bro, die Bremssättel sind rot und das Interieur ist rot. Also, wo passt das denn? Weiß ich nicht, Digga.
Schau mal, weiß hier. Ich habe übelst viel mit Carbon-Elementen halt auch gearbeitet. Weiß ich nicht. Hab hier diesen gebürsteten Stahl, diese quasi extra Speziallackierung. Ja, ich sag mal so, ist das Auto ist okay für Langweiler halt, ne? Für Langweiler. Was sagt der da? Aber ich habe natürlich hier auch noch was zum Vorführen. So. Ich sag mal klar, wenn ihr Langweiler seid, dann fahrt bitte Max sein Auto, gar kein Problem. Geh mal bitte hinten an mein Auto dran. Ja, guck mal, jetzt macht er mir hier noch nach. Guck Geh mal bitte an, mein... Leute, hier. So, hier natürlich auch mit Ölbombe ausgestattet. Hast du ja, hier Panzerung bei dir? Ja, auch die Panzerplatten. Es ist halt eine Schmalspurkarre, Digga. Ganz ehrlich, ich finde den Grill ganz cool gewählt, aber ich habe halt. Oh, ich finde so die Akzente übelst geil. Hier überall dieses mit Schwarz, mit dem Stahl. Also mir gefällt das richtig gut, Digga, sag ich ehrlich. Ja, aber. Ja, ist okay. Bro, aber ich finde auch dein Outfit. Du siehst aus wie ein Gauner, wie ein Drogendealer, Alter. Ja, ist doch geil, Digga. Nee. Digga, das ist mein Pimp-Bentley, Alter. Ich sehe wenigstens richtig businessmäßig aus. Hier, boom, Mafia. Okay, dann will ich mal sehen, welcher Geschäftsmann mit so einem Matchbox-Auto rumfährt. Aber ey, wir können jetzt hier noch 20 Stunden weiter diskutieren. Leute, erster Link in der Videobeschreibung. Stimmt da jetzt mal alle ab. Da habe ich so einen Abstimmungslink. Da könnt ihr mitmachen. Entscheidet, wer eurer Meinung nach das Tuning Day gewonnen hat. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt auch gern Stani aus. Bei ihm nehmen wir jetzt noch einen Freundschaftstest in Fortnite auf. Gucken wir mal, wie gut wir hier noch befreundet sind nach dem Tuning-Duell. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex. Tschüss.